So Leute, da sind wir wieder zu einem weiteren Part Gold Expert. Ja, ja, letztens waren wir im Gras stehen geblieben und ja, wir schauen uns hier einfach mal weiter rum. Vielleicht finden wir irgendwas, was uns ja gefällt, was wir ins Team nehmen. Ich weiß ja nicht, was der Macher des Spiels ja alles so eingebaut hat. Mal schauen. Eventuell ist hier irgendwas richtig Schönes, Nettes drin. Wer weiß, ein Wolfix. Nee, Vulpix hatte ich ja erst in Gelb Let's Play. Damirplex, nice. Schöne EP, ein schöner EP. So. Keine Ahnung, ich mache das vielleicht eine Minute oder so. Eventuell ist ja was Nice drin. Wer weiß, Leute. Wer weiß. Nidoran. Nidoran könnte ich ja eventuell... Nee, Nidoran hatte ich doch erst im letzten Let's Play. Naja, ich bin immer noch der Hoffnung, dass man in dieser Route Vulcanos fangen kann, ja, weil die Route behält hier Pokémon wie Damirplex und Vulpix und die konnte man früher immer auf derselben Route fangen und zwar im Süden von Teak City, wenn man vom Teufel spricht, wenn man vom Teufel spricht. Ja Leute, seht ihn euch an in seiner ganzen Pracht. Vulcano, ja. Und ja. Wie soll es anders sein? Wir werden uns dieses Vulcano... Nein! Ja, egal. Hauptsache noch ein Vulcano. Und diesmal bleibst du bitte drin, ja? Oh Mann. Nein, nein! Ja! Ja, Vulcano wurde gefangen, Leute. Vulcano wurde gefangen. Und ja. Ich habe eben noch eine PM bekommen. Und ja, in der PM stand, dass ich ein ganz nettes Poke noch woanders finden kann. Wir nennen jetzt einfach mal Vulcano Thylian, genau. Thylian, keine Ahnung. Geht mir gerade so durch den Kopf. Keine Ahnung. Und wir hyperspeeden jetzt. Bisschen öfters, weil im letzten Part hat mir das ganz und gar nicht gefallen, dass das so lame war. Also das Game. Ja, ich erzähle jetzt einfach mal ein paar neue Stories hier. Und zwar vielleicht von der Schule und so, ja. Also letztens in der Schule zum Beispiel, ja. Der Lehrer, keine Ahnung, der hat irgendwie aufgemockt, ja. Ich habe mir eine reingeknallt. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Ich bin ein netter Schüler. Und sowas gehört nicht zu mir, ja. Passt nicht zu mir. Ja, wir haben jetzt erstmal einen Klofenser gefangen. Eigentlich nur so als Sklave, ja. Ah Mann, bleib mal stehen, bleib mal hängen. Nein, bleib stehen, sorry. Ja, wir bringen jetzt Klofenser direkt mal Flash bei, damit wir jetzt in die Dunkelhöhle können. Oh. Ja, ein Gegengriff, nice. Damit wir in die Dunkelhöhle können. Und zwar, ja, in der Dunkelhöhle soll es ein, ja, ich sag's mal so, ein nettes Poke befinden. Und nein, a new bitch be cried. No, na egal. Keine Ahnung, ich mach das jetzt einfach mal so ein bisschen schnell. Ich hoffe, ich wurde nicht auf den Arm genommen oder so. Und man findet hier wirklich das Ding, was ich suche. Das. Ja, tut man, tut man. Also vielen Dank an Born to Pawn oder wie der Typ, wie der. Doch, Typ, ich sag mal Typ. Wie der Typ hieß. Denn wir haben hier jetzt, ja, Lavita gefunden. Und Lavita kommt sofort ins Team. Lavita, Lavita, Lavita. Mit einem Ball ist er drin. Lavita und ja. Lavita, Rockskin, bla 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 bla. Und ich habe auch den, wirklich den perfekten Namen für einen Lavita. Und zwar ja. Wie soll es anders heißen als Stone Cold, ja? Ja, Stone Cold. Mächtiges Viech, mächtiges Viech. Das gute alte. Oh nee. Mann. Ja. Ja, doch. Doch, es wird Zeit für ein bisschen Training, Leute. Von daher werde ich jetzt mal, ja, kurz Pause machen. Weil, ja, sonst wird das einfach zu lang dauern. Und es macht keinen Spaß. Ich mag keinen, zum Beispiel keine Let's Trains oder so. Moment. Falsch, falsch. Hier, genau. Also, ja. Bis gleich, Leute. Und ja, immer schön die Ohren steif halten. Ja. Seid gegrüßt, Leute. Und ja, da sind wir wieder, ne? Ja, da sind wir wieder.
Und ihr seht hier, Eddie 19, wie immer. Stone Cold schon auf Level 15. Hat Sandsturm und Kreideschrei gelernt. Werte, ja, ganz nett eigentlich, aber das war's auch, ne? Dann Beyoncé hat ein Level gut gemacht, auch ganz gut. Oh, sorry. Und Thylian auf Level 1, ne, auf Level 18, ja. Hat Glut und Silberblick gelernt, also nice. Vier Teammember haben wir schon und ja. Auf die Arena. Hoffentlich hatte Falk immer noch Flug-Pokémon. Ich meine, im Knopfensaturm war es ja nicht so, aber im Knopfensaturm ist nun mal alles anders. Ich hoffe mal, das Spiel läuft jetzt ein bisschen flüssiger ab. Weil ich habe da nämlich einen Fehler erkannt. Und zwar habe ich den, die Textgeschwindigkeit nicht auf schnell gestellt, sondern nur auf Mittel. Und ja, eventuell war das ein Grund, warum das ja so langsam gelaufen ist. Aber naja, ging eigentlich. So übertrieben langsam war es auch nicht, ne? Aber ja. Jetzt geht's wieder ausnahmsweise mal flüssig und ja. Hier werden Flug-Pokémon benutzt, das merkt man, das sieht man. Und ja. Oh. Ein Scaraborn. Eddies Lieblings-Pokémon, ja. Und Eddie hat soeben sein Lieblings-Pokémon gekillt. Ah. Nice, nice. So. Und da ist der Arena-Leiter. Ich setze hier mal ein Safe-State, nur so zur Sicherheit. Ich meine, ich bin jemand, der so, ja, Pokémon-Games selten mit Safe-States arbeitet. Ich benutze sie zum Beispiel nur, um, ja, von Part zu saven, so zur Sicherheit. Ich bin so der Typ, der nicht so auf normales Saven steht und ja. Er setzt einen Kramox ein. Sehr zu meinem Erstaunen, weil Kramox, ja, keine Ahnung, ist irgendwie low. Aber egal, was kommt jetzt? Taubo. 22. Shit, wie... Oh, ah, Doppelteam! Ey, Leute, das sagt jetzt wirklich. Wir müssen einfach jetzt die ganze Zeit treffen. Und das ist... Ja, ich hab nichts gesagt, war natürlich sehr einfach, ja. Ich meine, wenn ich auf Doppelteam verletzt, ist sowieso ein Low-Bop. Ja, und wir haben es geschafft, Leute. Ja, wir haben es geschafft. Halten den C4 Uhr. C4 oder C4? C4. Ja, aber... 100%ig nicht C4. Ha! C4, versteht ihr Leute? C4. Egal. Ja, wir tun mal jetzt Stone Cold nach vorne. Weil es am meisten Training braucht. Haben unseren ersten Orden erhalten. So schwer war der ja jetzt mal nicht, ne? Und ja, was los? Professor Elm, hallo Regi. Mein Assistent ist in Violacetti Pokémon Center. Ja. Da gehen wir mal direkt hin. Und ja, da ist keiner, ja. Ich habe mich komischerweise auch gewundert, dass da keiner ist. Geht's gerade. Aber mal eben zuvor noch das Dokument gelesen, also vor dem Let's Play. Und da stand drin, ja. Ist halt nicht so. Oh, ein Trainer hier? Okay. Der meinte jedenfalls so, ja, oh, Moment. Verdammt. Fuck. Handy. Ja, bis gleich, Leute. Oh mein Gott. Wie kann man so blöd sein? Handy verwählt. Mein Gott, egal. Ja, wir sind wieder zurück, Leute. Und ja, diesmal mit, Girafarik. Oh nee, Konfusion. Oh, zieht ja gar nichts ab. Nice. Aber hoffentlich verwirrt das jetzt nicht. Wenn es verwirrt, sind wir nämlich auf Deep Throw genommen worden, ja. Aber ich denke mal, das verwirrt nicht. Nice. Sehr nice. Girafarik gibt auf den Batzen EP. Und Stone Cold erreicht Level 16. Was will man mehr? Und ja, hier sind glaube ich diese... Oh nee. Naja, Wayne, ich mach die jetzt einfach mal. Da könnt ihr mal sehen, wie ich so ein bisschen nice am Puzzeln bin, wie ich meine Puzzle löse und so, ja. Ich bin nämlich, ja, früher wurde ich mal King of Puzzle genannt. King of Puzzle, wie komme ich auf so einen Scheiß, oh mein Gott. Natürlich nicht, Mann. Ich war der King of Riddle. Nein, der war ich auch nicht. Keine Ahnung, was ich früher gut konnte. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt alles außen geklärt. Oh, verdammt, der... Mal was. Komm. Ha? Das kommt hier hin. Das kommt dahin. Das ist der Mund. Und das kommt dahin. Und erst wurde gelöst. Ja. Und ich glaube, da gibt es noch vier weitere. Nein. Okay, jetzt sind hier. Ich knock nicht los, soweit ich weiß. Okay. Gut, dass wir keinen begegnet sind, weil ich keinen Bock auf die hatte. Und ja, keine Ahnung. Jetzt machen wir einfach mal das zweite Puzzle.
Oh, la, Leute, sorry, aber ich finde sowas sehr spannend, ja? So Rätsel, die ich schon tausendmal gelöst habe, nochmal machen, ja? So richtig spannend ist das, ja? Richtig geil. Ich meine, zieht euch rein, guck mal. Ich kann das ja fast schon auswendig, ja? Und ja, es ist immer noch so... Oh, verdammt. Es ist immer noch so schwer wie damals, ja? Oh, richtig schwer, nice. Oh, jetzt habe ich die Augen vertauscht. Nein, nicht die Augen. Die Unterteile, die vertauscht man gerne. Nice, und das war ein Kabuto. Und das Puzzle von ihm war ein Aerodactyl. Und ja, was will man machen, ne? Okay, was ist das? Bah! Was ist das für Cognitos? Ausgekotzt, die Cognitos, bah! Nein, geh mal weg, ausgekotzt, ah! Geh mal weg, Leute! Ausgekotzt, die Cognitos, bah! Ekelhaft! Herrlich, wie kann man sowas spriten, verstehe ich nicht. Oh, was denn das? Was ist denn das hier? Was ist das denn? Hab ich ja noch nie gesehen, das Haus. Naja, egal. Und was ist das jetzt für ein Rätsel? Oh, nee. Das ist schwer. Ey, nein, das ist richtig schwer. Wie geht das? Ich meine gerade wirklich ernst, Leute. Ich erkenne da irgendwie nur so eine Ammonitas-Form. Könnte das so hinkommen? Boah, Mann, was ist das? Ah, so ein Scheiß. Doch, ich glaube, das ist so richtig. Nee, das ist so falsch. Das da ist falsch. So, nein. So. Boah, was ist das für Scheiß? Mann, wie kann man sowas in RPG einbauen? Das ist unverständlich, sowas für mich. So, aber ich glaube, ja, ich hab's jetzt. Nein, oder? Was habe ich denn hier falsch? Also, ich glaube, ich habe die zwei hier. Ja, jetzt aber. Boah, ich glaube, schlimmer geht's nicht mehr, ja. Und ja, ich habe keine Lust hier, jetzt weiter rumzugammeln. Deswegen machen wir das auf Hyperspeed und killen diese angewichsten. Oh, Incognito! Oh, Alter! Langsam ist das nicht mehr lustig, ja. Ganz am Anfang war es ja noch okay, aber jetzt... Okay. Was ist das denn? Lol, was ist das denn? Ist das eine neue Höhle oder was? Guck mal, keine Ahnung. Tür dir mal ganz nach vorne. Sieht aus nach Eis oder so. Lol, die Gaslavita Level 11. Felino gibt's ja auch, lol. Anton gibt's ja auch, nein. Anton, das hätte perfekt zu mir gepasst, zu meiner echten Stimme. Ey, nein. 200 EP, boah, Bombe. Shigi! Sorry, Leute, sagt, was ihr wollt, aber ich will die Shigi jetzt haben. Ich will diese Shigi jetzt haben. Da hätten wir jetzt zwar ein Mitglied zu viel, aber sorry, ich will diese Shigi wirklich haben. Boah, geil, ehrlich. Shigi. Boah, Hammer. Ah, nee. Ja, Problem, das muss jetzt nur noch gefangen werden, ne? Geil, Bombe. Wir haben Shigi. Wir haben ein Shigi. So. Wackel, wackel, wackel. Nein, nein! Oh, ne, hört doch auf. Komm, geh in den Ball. Komm in den Ball. Oh, sorry, ich setze jetzt erstmal ein Safe State. Weil ich habe jetzt keine Lust, dass gleich abhaut. Alter, hör doch auf. Oh Mann. Oh, bleib doch mal drin. Oh nee. Keine Ahnung. Ich glaube das. Ja, gefangen, gefangen. Oh ja, wie nennen wir das? Wie nennen wir das? Wie nennen wir das? Wie nennt's? Naja. Das sehen wir glaube ich im nächsten Part. Weil ich mache jetzt erstmal Schluss. Vielen Dank für Zugucken, Leute. Bis bald. Macht's gut. Ciao, euer Rigi.